Du steckst fest oder irgendetwas entwickelt sich nicht so, wie du dir das wünschst, dann bleib dran. Ich habe einen Mini-Impuls aus meinem Alltag für dich. Ihr kennt alle mein Video, in dem ich Ende letzten Jahres angefangen habe, ganz feste Routinen zu etablieren, noch mehr Routinen, als ich sie sowieso schon hatte. Und ich war an einem Punkt, an dem ich meine Hula-Hoop-Reifen-Routine locker auf die 30 Minuten hätte ziehen können. Und ich habe es einfach nicht gemacht. Ich hatte einfach keinen Bock, 30 Minuten zu hulern. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe erstmal weiterhin 15 Minuten gemacht, weil das ist immer noch besser als gar nichts zu machen. Aber ich habe versucht, Lösungen zu finden. Ich bin mit der Frage in meinem Kopf durch die Welt gegangen, was kann ich tun, um mir diese 30 Minuten attraktiver zu machen? Und ich habe mit Freunden darüber gesprochen und ich habe eine Lösung gefunden. Und seitdem hula ich jeden Tag, weil es mir verdammt nochmal Spaß macht. 30 Minuten und guck nebenbei eine halbe Folge Bridgerton, weil Bridgerton einfach legend ist. Bridgerton war die erste Serie, die ich gebingewatcht habe und ich habe da jetzt gerade richtig doll Bock drauf. Wenn ich überlege, vor einer Woche 30 Minuten Hula, da hatte ich überhaupt keine Lust drauf, da habe ich es lieber ganz gestrichen. Welche drei Learnings haben wir jetzt daraus? Nummer eins, weniger ist besser als gar nichts. Also dann mach we weniger. Aber das ist immer noch besser, als wenn du gar nichts machst, als wenn du es komplett streichst. Wenn dir 20 Minuten meditieren zu viel sind, dann mach halt 10 Minuten. Learning Nummer 2, manchmal braucht die Lösung eine Weile. Die ist nicht sofort da, aber dann denke ich weiter darüber nach, hab die Frage in meinem Kopf, spreche mit Leu Leuten darüber, lass mich inspirieren, google das Ganze und finde dann eine Lösung. Und Learning Nummer 3, verbinde das Nervige mit was Attraktivem. Eine Sache, auf die du keinen Bock hast, verbinde das mit was Attraktivem. Dich nervt die Einschlafroutine deiner Kinder? Dann hör nebenbei ein Hörbuch, was du geil findest. Du weißt, dass es gut wäre, regelmäßig spazieren zu gehen, aber du hast da keine Lust drauf. Dann hör nebenbei einen richtig geilen Podcast. Also, was motiviert dich? Was macht die ganze Angelegenheit attraktiver für dich? Mach es dir schön. Du musst bei deinen Routinen, bei der Veränderung deines Mama-Alltags nicht leiden. Mach es dir so angenehm wie möglich und dann hast du da viel mehr Bock drauf und machst das viel intensiver mit einer viel größeren Freude und hast am Ende ein viel besseres Ergebnis.